Habe ich direkt miteinander und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einmal was ganz was anderes, was ich selber noch nicht gehabt habe und was ich auch nicht gemacht habe, dass ich mal machen darf. Zwar ist ein Dubil auf mich zugekommen, die stellen Handyhalterungen fürs Vorarl her und haben mich angeschrieben und haben mich gefragt, ob ich das Ganze mal testen mag. Mir war wichtig, dass ich da meine freie Meinung dazu sagen darf, ob das was ist oder nicht. Das Ganze ist kein Problem nicht gewesen. Sie haben auch gesagt, Tests volle Kanone, also im Downhill, ja gut, ich mag Downhill aber nicht so ist mein Name, weil Downhill fahren ist eigentlich was anderes. Ein wenig. Die können es ein wenig besser wie ich. Auf dem Trail, ich habe es auf dem Trail-Test, sagen wir es so. Und sie haben gesagt, volle Kanone testen, also die sind sie da eigentlich ganz sicher gewesen, dass das was ist, dass das hält. Ich bin skeptisch gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mit den Handyhalterungen von Haus aus so, also, ja, ist selbst oder ist nichts, das war ja eigentlich so eine Sache. Und da haben wir das gute Stück. Da ist die Handyhalterung von Andobil. Ich habe das Ganze am Gaskopftest auf der Übelei. Also wo alles ein wenig drin ist, Storner, Wurzeln, Sprünge, also eigentlich das komplette Programm. Und ich wollte halt wirklich schauen, ob es hält. Ich bin das Risiko eingegangen und habe mein Handy geopfert. Hätte mein Handy geopfert. So muss ich sagen. Das Ganze, wenn es von der Schachtel raus dort, dann kommt das in zwei Teile. Einmal die Halterung für den Griff, die Befestigung für den Griff und Handyhalterung. Das Ganze wird dann da auch gesteckt und dann festgeschraubt. Ich muss sagen, das Ganze macht wirklich auch einen stabilen Eindruck. Also das ist nichts Windiges nicht, das ist kein so ein dünnes Plastikzeigler. Es ist echt eine gute Qualität, muss ich wirklich sagen. Und dann könnt ihr es da quasi feststellen. Ich habe auch mal die Möglichkeit, dass es so fixiert oder einmal quer. Das ist eingeblasen, das könnt ihr es auch so. Also das ist 360 Grad schwenkbar, wie es lustig Satz, könnt ihr das hinstellen. Und wenn man das dann ganz fest anzeigt, braucht dann nicht allzu viel Kraft, dann ist das echt bombenfest, das Ganze. Und das Handy spannt es dann da einer, da kann man quasi aufmachen. Und jetzt habe ich gerade einen Denkfehler. Weil eigentlich wollte ich da jetzt mein Handy einer tun und wollte es euch zeigen, aber mit meinem Handy nehme ich gerade auf. Okay, stellt euch das Handy vor, also ich nehme das und tue es da einer. Gespreizt das Ganze, das Handy einer, los locker, dann spann sie das fest, dann habt ihr da hinten den Verriegelungsknopf und dann geht das auch nicht mehr auf und halt. Und ja, wie schon gesagt, ich habe das Ganze am Gaskopftest auf der Übeleistrecke und da schwenken wir jetzt einmal um mich und ich zeige euch das Ganze, wie es abgeschnitten hat. So, ich mache mich jetzt einmal auf den Weg auf zu und dann würde ich einmal mit einem Übelei runterfahren. Wer es nicht kennt, da sind ein paar Sprünge drin, ein paar Wallrides, Wurzeln, also alles ein wenig. Und da würde ich jetzt gerne die Handyhalterung dann testen. Ich hoffe, dass es hält. Wenn nicht, hoffe ich, dass sie eine gute Garantie haben für mein Handy. Und ja, das jetzt macht es einen ziemlich stabilen Eindruck. Man kann es auch quer machen. Finde ich eigentlich schon ganz geschickt, muss ich sagen, bis jetzt. Halt auch stabil. Also schauen wir dann mal, wenn es auf eine richtig harte Belastung geht. Und sehen wir uns dann um. Ja.
Wo schaust du jetzt am Handy an? Normal kannst du ein Video von mir rein, gell? Du hast gesagt, du willst einen Porno anschauen, oder? Ja, so, du führst in jeder Kurve geradeaus weiter. Ich möchte mich außerdem noch entschuldigen für die Windgeräusche. Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Ich habe die gleichen Einstellungen hier immer wie immer und habe nie mehr Probleme gehabt mit dem Wind. Und diesmal in dem Video bei den Aufnahmen, da ist er wirklich extrem. Ich habe versucht, dass ich die meisten wegen rausfiltert, aber bisher was ist natürlich noch immer zum Hören. Das Handy halt. Ich bin aber saublöd, Sterblum. Das gleiche Problem mit dem Licht. Das ist auch was, was ich überhaupt nicht verstehe. Das Lichtverhältnis passt überhaupt nicht mehr zusammen. Ich habe aber nichts an der GoPro geändert. Die Einstellungen sind gleich wie bei den letzten Videos. Das einzige, was ich verändert habe, ich habe GoPro statt auf der Brust auf den Helm umgehört und da habe ich das Kopf übergehört. Hat da von euch schon jemand Erfahrung gehabt? Oder vielleicht auch die gleichen Probleme, nur weil er es auf den Kopf gestellt hat? Also ich kann mir keine andere Erklärung nicht geben, muss ich sagen. Mann, das ist halt bombenfest. Bis jetzt. Na wirklich, also. Schau rupf, ja. Das hätte ich nicht gemacht. Hickok! Der Reifen. Ah! Boah, das war halt anstrengend. Hey, ohne Witz, das sitzt bombenfest. Aber wirklich, das hätte ich vielleicht nicht gemacht. Aber, also fährst du mit Handy normal öfter drauf? Nicht, oder? Ja, wenn ich das Navi brauche oder so, schau. Nein, also. Was hast du dann gehört? Ist auf alle Fälle. Kann man zu empfehlen, muss ich schon sagen. Also ich war wirklich überrascht, muss ich wirklich sagen. Das Handy war bombenfest, also das hat sich wirklich keinen Millimeter nicht gerührt. Also Hut ab von der Halterung, gut gemacht, gute Qualität. Ist auf alle Fälle weiter zum Empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer eine Handyhalterung sucht fürs Radl, halt das. Wer eine Handyhalterung sucht fürs Radl oder wer eine hat, aber nicht zu früh ist damit und gerne eine andere möchte, ich kann es eigentlich wirklich empfehlen.
Ich persönlich, wenn ich auf einem Trail oder im Bikepark unterwegs bin oder so, dann tue ich mir die Handyhalterung natürlich nicht an den Lenker drauf, weil erstens, wenn es mich wirft und rammt und ist drum irgendwie ein, oder mein Handy ist dann hier oder so, da hat das Handy sowieso nichts verloren drauf. Aber für normale Touren, wenn man auch ein Navi braucht oder so, muss ich wirklich sagen, ist das wirklich super und es ist wirklich stabil. Also hat den härtesten Einsatz positiv überstanden. Das ganze Teil kostet 35 Euro. Ich hau einen Link dazu und in der Videobeschreibung eine. Ich habe auch noch 15% ausgehandelt für euch, falls ihr jemand interessiert dafür. Dann kriegt ihr noch 15% mit dem Code, den ich auch in die Videobeschreibung einhau. Und ja, jetzt zeige ich noch schnell, wie man das Ganze am Vorall montiert. Also, das Ganze ist wirklich einfach. Ich sitze das einfach auf. Es geht sogar mit einer Hand, weil mit der anderen filme ich gerade. Und dann schraubt es da fest. Festschrauben. Und schon halt das bombenfest. Und das könnt ihr dann hydra, wie es mögt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocken, dann versäumt ihr kein Video mehr. Genau, weil ich gerade sage, versäumt ihr kein Video mehr. Nächste Woche oder am Montag kommt dann auch das Video vom Gaskopf dazu, weil ich habe ja das Teil, also nicht das Radl, sondern die Handyhalterung am Gaskopftest und bin da natürlich auch noch andere Strecken gefahren und dazu kommt das Video nächste Woche am Montag zur gewohnten Zeit um 7 Uhr auf Nacht. Falls euch das interessiert, Glocken aktivieren und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn ich am Gaskopf unterwegs bin. Und bis dahin macht es gut, bleibt gesund, wir sehen uns, habe die Rank.